Hallo zusammen, mein Name ist Tobias und in diesem Video geht es einfach, schnell und vegetarisch. Ihr habt richtig gehört, vegetarisch. Genau das versuchen wir nämlich mit einer geräucherten Aubergine und Spinatpesto. Wie das Ganze funktioniert und was ich dort für Zutaten benutzt habe, ihr kennt das, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Auf Instagram habe ich euch ja mal vor kurzem gefragt, was ihr euch von mir für Rezepte so wünscht in 2022. Und da haben sehr, sehr viele gesagt, zum einen Beilagen, gibt es, ne? Ich erhöre euch, und zum einen vegetarisch. Und damit beginnen wir nämlich jetzt auch. Und zwar habe ich jetzt hier diese schöne Aubergine. Was macht eine Aubergine aus oder woran erkennt man, dass es halt wirklich ein richtig schönes, frisches Produkt ist? Man nimmt halt einfach nur zwei Auberginen zusammen. Und wenn man die aneinander reibt, müssten die normalerweise quietschen. Hier draußen ist es aber so kalt, das passiert hier gerade wirklich gar nicht. Also Drucktest, halt klar, die dürfen nicht zu matschig sein und quietschen, wenn man sie aneinander reibt. Die anderen Zutaten, die zeige ich euch jetzt. Hier haben wir sie auch schon, die Zutaten. Ich fange hier hinten an. Hier haben wir ein bisschen Olivenöl. Das brauchen wir sowohl für die Vinaigrette auch als für das Pesto. Natürlich die Auberginen gerade gezeigt. Weiße Bohnen. Die ganz lange auswaschen, damit da keine schleimige Substanz mehr rauskommt oder beziehungsweise keine Stärke mehr rauskommt. Knoblauch, ein bisschen Zwiebeln, dann für die Vinaigrette ganz, ganz klar frische Zitronensaft, ein bisschen Finisher und dann hier für das Pesto frischen Spinat, der ist wirklich hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Pfeffer und Pinienkerne. Wir nehmen uns als erstes so ein Lochblech zur Hand und da nehmen wir jetzt ein paar Bohnen, verteilen die hier auf diesem Lochblech. Jetzt habe ich hier ein bisschen Finisher-Salz, denn da gehört auf jeden Fall eine Menge Geschmack dran. Das heißt einfach würzen. Wir stehen wieder vor meinem Lieblingsgrill, in dem Fall den Smokefire. Den habe ich jetzt so vorbereitet auf 140 Grad. Schön ruhige, kleine Temperatur, sodass wir eine ganz, ganz leichte Rauchnote zuerst an den Bohnen dran bekommen. Dazu einfach das Lochblech in den linken Bereich reinstellen. Ihr seht auch schon, ich habe hier auch eine Pfanne drin. Und die Pfanne ist nicht ohne Grund, denn die habe ich jetzt hier drin für die Pinienkerne. Da einfach die Pinienkerne drauf machen und leicht anrösten. Also nicht verbrennen lassen, sondern leicht anrösten. Da reichen 140 Grad komplett aus. Und dann schließen wir den Deckel wieder und gucken jetzt erstmal zum Spinat. Aber das nächste Lochblech und da kommt jetzt einfach der frische Spinat drauf. Den einfach grob verteilen, denn der kommt nämlich nachher auch noch auf den Grill. Nur ich verteile ihn jetzt schon mal drauf, dass er jetzt mal hier richtig schön Luft annehmen kann und gleich auf dem Grill nimmt er ein bisschen Rauchgeschmack an, auch wie gesagt bei 140 Grad, aber dazu dann gleich mehr. Ich habe da jetzt ein paar Zwiebeln klein geschnitten, brauche ich euch jetzt nicht zeigen, wie es geht. Zitrone leicht andrücken, bevor man sie anschneidet, denn dadurch holen wir nämlich noch mal richtig viel Saft raus, denn für die Vinaigrette ist es wichtig, mit der Süße zu spielen, mit der Säure zu spielen und natürlich halt auch einen gewissen Fettanteil zu haben, sollte reichen. Und jetzt habe ich hier zwei Hälften und eine Presse. Und diese Presse ist wirklich so genial, die holt nämlich so viel Saft daraus. Wie ihr nämlich anhand der Presse schon sehen könnt, krempelt die quasi die Zitrone einmal um. Ich zeige euch das jetzt einmal, wie es aussieht. Ich mache die Zitrone hier rein. Jetzt nehme ich mir hier so ein kleines Gefäß. Und jetzt wird gepresst. Ihr seht jetzt schon, wie viel da rauskommt. Auf Kerne und so braucht ihr auch nicht achten, weil das wird ja von der Presse halt wirklich festgehalten. Und guck mal, wie viel Zitronensaft da jetzt rausgekommen ist. Ich zeige euch jetzt einmal die Zitrone, wie die aussieht. Zum einen haben wir jetzt hier so einen kleinen Krüppel da drin. Und zum anderen ist die Zitrone einmal komplett umgekrempelt. Und da ist wirklich alles an Saft raus. Wo was Saures drankommt, muss auch ein bisschen Zucker dran. Also so steht und fällt halt die Vinaigrette, um ehrlich zu sein. Und ich mag es, mit der Säure und mit der Süße so zu spielen. Dann brauchen wir logischerweise ein Geschmacksträger, in dem Fall Olivenöl, und zwar nicht wenig. Zur Würzung ein bisschen Pfeffer und in dem Fall auch ein bisschen Salz, in dem Fall Finisher Salz. Und dann haben wir die Vinaigrette auch schon fertig und die machen wir nämlich jetzt mit einem Mixstab. Machen wir die jetzt einmal brachial zu einer richtig geilen Vinaigrette.
Und wenn das dann halt so weiß wird, ist das Ganze am Emulgieren. Das heißt, es verbindet sich jetzt. Und ihr könnt jetzt auch gerne nochmal nachprobieren, nochmal mit Salz, Pfeffer abschmecken. Aber normalerweise sollte das reichen. Jetzt habe ich ja hier noch die klein geschnittenen Zwiebeln, die einfach hier in die Vinaigrette mit reinmachen, sodass das richtig schön durchziehen kann. Und dann haben wir die Vinaigrette für die Auberginen auch fertig. Und Auberginen ist ein gutes Stichwort, denn die müssen wir jetzt verarbeiten. Die Auberginen jetzt einfach so nehmen und halbieren und gucken, wie die in etwa liegen bleiben wollen. Das heißt, so will sie ja schon liegen bleiben, denn wir wollen sie nämlich jetzt halbieren. Das heißt, ich nehme das jetzt und schneide sie in der Mitte durch. Und dann haben wir nämlich, wenn es gut geht, zwei Auberginen, die freiwillig nämlich so stehen bleiben wollen. Und das hier ist halt das Wichtige. So, und damit da jetzt auch der Geschmack von der Vinaigrette auch dran kommt, müssen wir die Aubergine jetzt einmal nehmen und einmal einritzen. Dazu nehmen wir jetzt ein kleines Messer und versuchen, die Aubergine halt so vorsichtig wie möglich nicht durchschneiden, sondern so vorsichtig wie möglich kleine Quadrate reinzuschnitzen. Ihr könnt das jetzt schon sehen, wie die Aubergine sich nämlich jetzt hier an der Seite schon herauszieht. Jetzt drehe ich die einmal. Und jetzt heißt es das Gleiche nochmal in diese Richtung, damit wir hier so kleine Vierecke haben. Die kann man dann später ganz bequem mit dem Löffel halt einfach herausnehmen. Das bereite ich jetzt erstmal vor und dann heißt es würzen. Wenn wir uns das jetzt hier einmal anschauen, dieses Geschnitzte, ihr seht nämlich schon, dass es hier richtig schön freiwillig auseinandergehen kann. Und da heißt es jetzt die Vinaigrette dran geben, einfach jetzt einen Löffel nehmen und halt oben drauf geben. Zum einen hat das auch den Vorteil, dann wird die Aubergine nicht so schnell braun. Sie neigt ja sehr, sehr schnell dazu braun zu werden, sofern man sie halt wirklich einmal aufgeschnitten hat. Jetzt einmal so das Ganze drauf geben und ihr seht nämlich hier oben sind jetzt die Zwiebeln drauf, die geben gleich, wenn sie später auf dem Grill waren, einen richtig schönen Crunch. Das bereite ich jetzt erstmal vor und Grill ist ein gutes Stichwort. So, wir schauen jetzt erstmal nach, was machen die Pinienkerne und was machen die... Ah, sehr geil, ja okay. Das nehme ich jetzt hier auf jeden Fall runter und dann schauen wir uns einmal die Bohnen an. Und die Bohnen finde ich schon, ja... Die sind aus meiner Sicht auch schon fertig. Dass die aufgehen, ist ganz, ganz normal, aber das möchte ich ja auch, denn die sollen auch einen gewissen Crunch abgeben mit der Geschmacksnote vom Smokefire. Das heißt, die sollen halt auch ein bisschen nach Rauch schmecken. Das gibt dann gleich eine sehr, sehr coole Symbiose. Ich baue jetzt den Grill um, den Warmhalterost nach da oben, nehme jetzt den Spinat und lege diesen in die Mitte. Und hier haben wir jetzt gleich Platz für die Auberginen. Und die Auberginen, die brauchen jetzt so, ich sage jetzt mal, gute halbe Stunde, bis die fertig sind. Die lassen wir jetzt hier richtig schön drin. Auch bei besagter Temperatur von 140 Grad. Schöne halbe Stunde. Aber wir müssen ja jetzt noch das Pesto machen. Da haben wir jetzt ein paar Pinienkerne reingemacht und schaut euch mal die durchgängige, schöne Röstung an. Das halt mit einem Smokefire bei 140 Grad. Lass es jetzt wirklich 10 Minuten sein. Einmal kurz umgerührt und ja. Die Pinienkerne an sich bringen ja schon ein ziemlich cooles Aroma. Ich habe gerade probieren dürfen. Auch der leichte Rauchgeschmack ist halt wirklich mega, wie ich finde. Pinienkerne, wie gesagt, jetzt hier einfüllen. Jetzt einfach einen Knoblauch reinmachen. Keine Sorge, kompletten Rezeptangramm wie immer auf tobiasgrillt.de. Schreibe ich euch runter, dann seht ihr nämlich genau, was da drin noch benutzt wird, unter anderem das Finisher-Salz. Beim Pesto ist es auch wichtig, Öl ranzugeben, und zwar nicht gerade wenig. Das ist jetzt schon mal die Grundbasis. Das andere, also in dem Fall der Spinat, der fehlt ja noch, und da schauen wir jetzt einmal im Grill nach. Schaut mal, wie der eingefallen ist. Und so wollen wir ihn haben. Ich nehme ihn mal raus, dann könnt ihr es besser sehen. Ja, perfekt. Jetzt schieben wir einfach die Auberginen weiter hier rechts rüber. Da lassen wir sie jetzt nochmal richtig schön lange auf Temperatur kommen. Und die Farbe, die wird sich nachher noch ändern. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Pesto. Jetzt einfach die warmen Spinatblätter einfach nehmen, so eine Handvoll, hier reinmachen. Den Schlegel schön frei halten und ihr könnt das sehen, vielleicht wie das noch dampft. Da auch den Schlegel schön frei lassen
Und jetzt heißt es Pesto draus machen. Und einfach mehrere Male mit dem Mixer jetzt durchgehen. Das mache ich jetzt erstmal und zeige euch gleich das Endergebnis. Nach gut 10 Minuten stellen wir jetzt die Auberginen von hier oben nach hier unten. Ich meine, die haben sich von der Farbe her schon geändert. Aber da fehlt noch der letzte Schliff. Was wir jetzt rausnehmen, und zwar die Bohnen, die nehmen wir jetzt raus und stellen den Grill jetzt nochmal auf 160 Grad, dass die Auberginen nochmal so richtig schön Hitze bekommen. Und dann schauen wir gleich nochmal nach guten 10 Minuten nochmal nach. So, nach gut, ich sag jetzt mal 20 Minuten, sind sie auch schon fertig. Und wie ihr sehen könnt, hinten fängt es so leicht an zu blubbern. Das Wasser verbindet sich jetzt mit der Vinaigrette. Das ist ja genau der passende Zeitpunkt, das jetzt runterzunehmen, weil wenn ihr jetzt noch länger wartet, dann werden die Auberginen halt einfach zu trocken. Wir nehmen es jetzt runter, machen noch ein Tellerbild und dann heißt es probieren. Das Auge isst ja bekanntlich mit, deswegen machen wir jetzt hier hinten ein bisschen Pesto, so drumherum. Wir wissen ungefähr, dass in der Mitte die Aubergine reinkommt. Und darauf verteilen wir jetzt einfach ein paar Bohnen. Die können ruhig nebenbei kullern. Wie gesagt, das ist halt der gewisse Crunch, der halt dazu gehört. Jetzt einfach eine Aubergine nehmen und die dann halt hier jetzt mittig platzieren. Und jetzt heißt es probieren. Und da haben wir ihn, die geräucherte Aubergine mit dem Spinatpesto. Und ja, vegetarischer geht es kaum für die Wissenschaft. Boah, die Bohnen bringen den genau den passenden Crunch, der hier jetzt halt, glaube ich, fehlt oder gefehlt hätte. Das Pesto, boah, ist das göttlich. Und die Aubergine, richtig schön, mega weich, trotzdem ein bisschen bissfest noch. Und die Vinaigrette passt da perfekt zu. Bevor das jetzt hier kalt wird, essen wir schnell weiter. Alle Informationen, ihr kennt das, findet ihr unten in der Infobox. Das komplette Rezept wie immer auf tobiaskoelch.de. Über ein Abo würde ich mich freuen, natürlich auch über einen Daumen und ich würde sagen, bis dahin.